Namaste, ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Think India. Na, habt ihr schon kuscheligen Pullis wieder aus dem Schrank geholt? Ist es nicht schön, an kalten Tagen auf der Couch zu sitzen, sich in eine warme Decke einkuscheln und einen heißen Tee zu trinken? Denn heute in der Think India Küche gibt es ein exotisches Heißgetränk, Safran Chai. Safran Chai ist der wohltuende indische Tee, der feine Aromen von Safranfäden hat. So, los geht's. Aber bevor wir starten, nehmt bitte einen Moment Zeit und abonniert meinen Kanal. Lass uns jetzt die Zutaten anschauen. Hier ist eine große Prise Safranfäden, Zimt, grüner Kardamom, getrocknete und essbare Rosenblüten, Zucker, schwarzer Tee und Milch. Die genauen Mengenangaben gibt es unten in der Videobeschreibung. Also zuerst Kardamom und Zimt in einem Mörser zerstoßen. Dann zugedeckt beiseite stellen. Und jetzt 200 ml Wasser in einem Topf erhitzen, Safranfäden, Kardamom und Zimt und die essbare Rosenblüten zugeben und zum Kochen bringen. Wenn der Gewürzstift aufsteigt, fügt schwarzen Tee hinzu und 2 bis 3 Minuten aufkochen. Hier ein Tipp, also pass auf, Tee nicht so lang kochen, sonst wird er bitter. Und jetzt Milch und Zucker zugeben. Zucker kann nach eurem Geschmack angepasst werden, aber auf jeden Fall süßen, weil indischer Chai süß sein muss. Und jetzt zugedeckt 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Seht ihr, der Chai kocht sprudelnd. Und jetzt Herd ausschalten und den fertigen Chai durch ein Sieb gießen und genießen. Serviert den heißen Safran-Chai mit Pakora oder Samosas. Gefällt euch das Rezept? Dann bitte liken, teilen und bitte abonniert meinen Kanal. Also, probiert doch mal aus und lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie euer Safran-Chai geschmeckt hat. Vielen lieben Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste!